Hallo und WB zu einem neuen Minecraft Let's Play. Lay, ich habe das absichtlich so flach gesagt, damit es sich reimt. Ja, ich lege Wert darauf, dass es sich reimt. Ja, und dann, was kann man so sagen? Ja, ich dachte mir so, ich mache auch mal ein Let's Play, aber nein, ich mache nicht das Vanilla Minecraft ohne Mods, sondern ich habe ein paar Mods dazu geholt. Ja, die ein oder anderen Mods sind läppisch, weil Audio-Mods, Mat-Mods, der ganze Scheiß, den man also kennt. Dann noch dazu Minecraft Comes Alive, was die NPC-Villages, wo ich unbedingt eins finden will, weil ich mich da erstmal von da aus begnügen will. Ja, das macht die halt besser und so. Dann habe ich noch mehr Erze und mehr Bäume. Mehr Verschiedenes, halt ein bisschen mehr zu dem Game hinzugefügt, was man gebrauchen kann. Die Minimap habe ich auch. Ja, und ich will nicht lange hetzen oder so, wir fangen jetzt mal direkt an. Ja, habe ich eine Mod-Testwelt, ob die Mods zusammen laggen oder so, tun wir nicht. Nur ab und zu mal Chunkload-Lags. Let's Play Welt. Weitere Optionen, ja, Chunk-Lags und sonst nichts. Ich werde jetzt random Chunk nehmen, und zwar, was sehe ich denn hier in der Skype-Konfi? Ich habe mein Buch voll gekritzelt. Und Opera. Achso, ich kann nicht so voll. Ja, genau, mache ich. Das ist mein Ziel, ich habe mein Buch voll gekritzelt. Ich glaube, wenn man Minus am Anfang setzt, hat das mehr Wirkung. Ah, ne, geht gar nicht. Ja. Let's Play Welt überleben, neue Welt erstellen. Bitte lass mich in der Nähe von dem NPC-Dorf rauskommen. Bitte rauskommen. Das wäre schön, das wäre schön. Hier fängt schon an, kam so Live-Mod, dann wieder Geschlecht männlich oder weiblich, männlich. Name Shia-Lein, möchte ich nicht, möchte Shia. Ich krieg die Krise, sein ist ein Dorf. Und es war wirklich random, random. Ja, ich würde mal sagen, danke, Kio, für deinen super Satz. Ich habe mein Buch vollgekritzelt. Ja, ich habe mein Buch vollgekritzelt. Hey, und da hätte ich jetzt uns stundenlang danach gesucht, nur dass wir abgefuckt. Ja, das Erste, was ich mache, ist komische Bücher abernten. Ich habe keine Ahnung, was das, was die Bücher bringen oder so, aber... Ich möchte es haben. Ich möchte es haben. Was ist das schon wieder für ein komisches... Sieht witzig aus. Ja, ich könnte mich mit der... Ist da eine Schneelandschaft? Ja, oh, ich bin in der Schneelandschaft. Und das Coole ist, ich habe das wirklich das allererste Mal, dass ich so ein Dorf finde, ohne dass das in der Wüste steht. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Hier ziehe ich ein. Hier ziehe ich ein. Ich habe auch noch Timbermod drin, damit ich nicht so ewig lange Holz abhauen gehe. Oh, Minecraft-Musik. Ja, aber ich lege noch meine Musik drunter. Da muss ich sehen, dass ich hier die Minecraft-Musik wegbekomme. Ein Pferd. Ich bin Pferd. Hier, More Creatures ist auch drin, ne? Falls ihr das mit dem Pferd gesehen habt. Und schaut es euch an. Minecraft Comes Alive ist einfach episch. Endlich mal nicht mehr solche Thaddeus-NPCs. Bist du neu hier? Nope. Chuck Tester. Es hat gar nicht gepasst. Oh, sieht doch ganz schön aus. Ich könnte diesem Dorf gar nicht so viel Reichtum und Ruhm und Macht verleihen. Wer bist du denn? Ich hab dich noch nie hier gesehen. Ah, du bist also Kimberly der Schmied. Ja, aber... grüne Augen. Hier, Mann. Ich brauche jemanden, der zu mir passt. Jemand Schönes. Ja, guck mal, hier hätte ich direkt mal... hieß es nicht mal, dass die einen NPC... Ja, Truhen haben. Schaut doch mal, ich habe direkt von Anfang an eine extrem nice Voraussetzung geschaffen. Ich habe eine Eisenrüstung. Haha, ich habe eine Eisenrüstung. Ich habe eine Eisenrüstung. Hier möchte ich auf jeden Fall mal ein Dorf, Dorf anfangen. Hier möchte ich mein Leben als Minecraft anfangen. Als Minecraft Steve. Nein, ich bin ja Shia. Als Minecraft Shia. Ja, einen schönen guten Tag, Shia. Wie kann ich dir helfen?
Ach so, das war gar nicht dieselbe Person. Oh, Wendt, der Metzger, der ist bestimmt Vampir, weil guckt euch die roten Augen an und das hier ist wahrscheinlich Corbin. Um dem Mod mal ein bisschen zu zeigen, man kann hier eine Beziehung aufbauen mit den verschiedenen Leuten. Ja, super nice. Ja, wegen dem deutschen Texturpack. Reden, folgen mir, Witze machen, kommt nochmal ein Witz. Das ist einer der besten Witze, den ich jemals gehört habe. Haha, ich weiß. Ich erzähle halt einfach nur die besten Witze, du hast keinen Mund. Du hast auch keinen Mund. Ich hab einen Mund. Aber ihr beide habt keinen. Ja, jedenfalls möchte ich jetzt hier in ein Haus einziehen. Das hier vielleicht? Ja, nee, das ist gammelig. Mein Kopf sieht mir auf mich einen Moment. Ich will neue drunter setzen. Option. Geräusche von mir aus 100% das aus. Das auch. Ja, 45%. So, und wer wohnt hier? Robin, der Priester. Robin, du siehst aus wie ein Mädchen und hast einen Spinnen auf dem Rücken. Bist du etwas? Tyler. Tyler, der mit der Spinne auf dem Rücken. Oder war das überhaupt Tyler? Irgendwo gab es einen. Ach Quatsch, das war nicht Tyler. Alle, die einen Spinnen auf dem Rücken hatten, Narake. Genau, Narake von Inuyasha. Alle mit einer Spinne auf dem Rücken gehörten ihm an. Ey, das ist ja das behindertste Dorf, was ich je gesehen habe. Das ist extrem klein. Ich wollte ein großes Dorf haben. Und was soll das? Wie kommt man. Oh, ich habe drei Obsidian gerade, aber ich habe. Hauptsache, ich habe schon mal gutes Essen. Hier rein. Ja, hier wohnt keiner, aber hier kommt auch keiner hoch. Das heißt, das wird mein Haus. Hier ziehe ich ein. Ich habe nichts zum Einziehen, deswegen gehe ich jetzt Holz sammeln. Bis gleich, ihr. Einen schönen Tag hier, ja. Kein Problem, dir auch. Oh, wenn der Metzger. Ja, krieg ich hier auch mal Bäume oder so? Oh, Duckling. Hallo. Töten. Gib mir euer Fleisch. Ich will euer Fleisch, ihr Ducklings. Oh, meine little Ducklings, Mann. Hier ist auch wieder gefällt. Oh, ein Sprung. Hab geschafft, ich bin der Größte. Nein, nein, war ein Scherz. Ich bin der Beste. Es ist dasselbe, nur anders. Ah, Schafe. Schafe. Es wäre nützlicher, wenn ich hiervon die Eisendinger gehabt hätte, anstatt. Ach du Scheiße. Wieso sieht der Bär mich nicht? Der Bär hat mich. Ah ne, der Bär hat das Schaf geöffnet. Toll, Bär. Toll. Hat mein Bärchen was gesehen? Guck mal, wie er ausschaut. Hau. Lauf. Scheiße. Lauf, lauf! Hab gehängt! So, jetzt musst du erstmal dran glauben, du Schafi-Bafi. Ich brauch drei Wolle und der Bär verfolgt mich wieder. Ich flüchte in einen riesengroßen, zugewachsenen Wald. Lass mich nicht mehr. Erstmal Holz abbauen. Ich habe Timbermod drin. Habe ich das schon erzählt, dass ich Timbermod drin habe? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich auf Ebene 65. Das ist extrem hoch, finde ich jetzt. Noch sehr im hohen Bergplateau gelandet. Wenn man sich überlegt, dass auf Ebene 16 Diamanten sind. So. Eben so machen. Dann so. Zack. Zack. Damit es mit Timbermod nicht schneller geht. Weil, wer will schon jemand zugucken, der die ganze Zeit Holz abbaut? Ne? Kein, richtig. Jetzt, ich würde. Ja, doch, ich hab's getan. Ich bin ja ein Typ, der gerne mal Let's Plays anschaut. Da gucke ich auch Leuten zu, die stundenlang damit verbringen, Holz abzuhaken. Aber ich möchte, dass es schnell geht. Ich werde das nicht zu oft einsetzen. Weil, das wäre scheiße, das ist auch ein bisschen Game-Breaking-mäßig. Weil, schau dich mal an, wie viel Holz ich in kürzester Zeit gesammelt habe. Gut, man kann viel mehr machen jetzt. Das ist ja scheiße, er hat mich immer noch im Visier, ich krieg die Krise. Verpiss dich! Ich hab ne Axt! Hab ne Holzaxt! Tam! Ja. Bam! Bam, oh, kommst nicht an mich ran, tut die Axt dir weh.
Der böse Bärtelboss. Hast du deine Annie vergessen? Oh, tot. Krieg ich irgendwas? Nichts. Hat sie ja richtig. Was ist das? Sieht aus wie ein Hula-Hoop-Schwein. Töten. Stirb, du Schwein. Stirb. Stirb, du Schwein. Stirb. Boah. Was geht denn da ab, ey? Wie viel so ein Schwein bringt? Ich brauch Wolle. Wie die Holzachse ist schon da. Das war ein schneller Fall. Hier gibt's aber auch keine Schweinerei. Kaum Dinge. Das heißt, ich muss eine Nacht überstehen oder was? Ja. Ich habe auch noch andere Mods, die aber sich dann auch erst zeigen, wenn. Wieso läuft hier ein Zombie mitten am Tag rum? Hallo, Zombie. Hallo. Oh. Oh, fuck, jetzt bin ich auch noch stecken geblieben. Na komm her. Wow, tot. Ja, ich weiß zwar nicht warum und woher er kommt, wieso er rausgekommen ist. Aber er war dumm. Ich bräuchte Kohle. Hier gibt Kohle. Ich weiß nicht, was der Kohle gibt. Kann ich bei Gronkh gewinnen? Ja, ich guck Gronkh. Ich habe alle seine Folgen gesehen. Und nein, ich mache ihn nicht nach. Und ich habe auch nicht vor, ihn nachzuholen. Wohnt ihr ihn? Gerade nicht. Aber sonst. Man kann diesen NPCs ja auch ihre Häuser zuteilen. Das wäre das Witzige daran. Das heißt, ich kann hier eine richtige Stadt entstehen lassen, indem ich mit mir haufenweise Kinder zeuge. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch gegenseitig Kinder zeugen können, wenn sie dich gerne haben. Ja, wer bist du denn? Du bist auch, wer bist denn du? Stefanie, der Farmer. Das müsste heißen Stefanie, die Farmerin. Schöne grüne Augen. Zeig dich mal von hinten. Soll dich mal von hinten zeigen. Ich muss ja sehen, mit wem ich mich hier einlade. Dann halt nicht. Cool. Hey, bist du neu hier? Ja, bin ich. Ja, du bist mir ein bisschen zu gelb. Ja, es wäre von Vorteil, wenn ich mir anstatt mal hier eine Axt mache. Glück auf! Wir gehen unter die Mine oder unter die Mine. Wird Nacht. Ja, ich werde diese Tür da entfernen, weil die ist unnötig. Zack, 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 schneller. Wird Nacht. Ich habe keine Fackeln. Hier sind auch keine Fackeln dran. Das ist kacke. So, die Tür rein. Und tack. Ja, das wird natürlich alles noch umgebaut. Das Haus hier wird richtig episch. Ich sehe schon, komm. Es wird Deluxe, Deluxe. Was soll das? Ja. Die Robin bleibt. Sie wird heute nicht nach Hause. Ja, in dieser Welt werden die Leute nach Hause teleportiert. Hey, wie geht's? Ey, willst du mir sagen, da ist noch einer? Ah, das ist jetzt eine Fackel. Was? Wie viele von euch? Ah, das ist natürlich... Na, guck mal, da sind andere Freunde. Also ihr beide, bleibt heute bei mir hier? Oder war das mal euer Haus? Ja, guck mal, da ist ja wieder die Stefanie. Komm, mit dir reden wir doch mal reden. Von wo hast du das gehört? Ja. Ich hab den alten Mann hier befragt. Würdest du sie mal in Ruhe lassen und würdet ihr aufhören, so aufeinander zuzugehen? Er ist viel zu alt für dich. Ja, er ist zu alt. Ups. Ich denke, du redest mit der falschen Person. Jetzt habe ich eine Frau geschlagen, das wollte ich nicht. Ich könnte ihr hier die Rüstung schenken. Vielleicht werden wir dann gute Freunde schenken. Was für ein schönes Geschenk. Vielen Dank, Shia. MP und minus 1. Ich krieg die Krise. Hey, sie hasst mich. In Ecke gehen. Sie hasst mich einfach. Sie mag mich nicht. Voll unfair. Dabei habe ich alles getan für sie. Ich war nett und habe ihr eine Rüstung geschenkt. Ich könnte mal eine Kiste gebrauchen. Ah, ich habe die Workbench draußen stehen lassen. Kriege ich die denn? Ja.
Ich bin aber aufgenommen. Ich muss nur die Workbench. Zack. Eine Kiste hätte ich nämlich noch gerne. Eine Kiste. Zwei Kisten hätte ich dann noch gerne, weil wenn schon, ich habe so viel Holz, will er schon wieder. Und anders auf die Mehr. Alter! Ich wohne hier! Du kannst froh sein, dass du hier wohnen darfst. Aber mittlerweile sind wir schon bei 4 wieder reden. Ja, ist mir nicht blöd. Komm, sonst werfe ich dich gleich raus. Ignorante Zicke. Kriegen solche Mädchen. Nein, alle Mädchen sind toll. Holz ablegen. Lass mal alles ablegen, was ich habe. Das mit dem Sortieren kommt später. Aber, ja, die Axt war nicht. Steinspitzhacke. Ja. Ich würde sagen, das war's für den ersten Part. Ich werde natürlich noch mehr aufnehmen, aber dann wieder dazuschalten, wenn wieder Tag ist. Weil ich werde die Nacht jetzt sowieso nichts machen, außer hier stehen. Also sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich und dann mit neuer Frische und neuen Eiern. BB und ich bin Gia und das war mein erster Part vom Minecraft Mod Let's Play mit mehr Mods und mehr Minecraft. Davon hat man noch nicht viel gesehen, außer hier. Hey, das ist ein Creeper. Da. Dü-dü-dü-dü. Creeper. Bis dann. Ich sagte bis dann.